Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nochmal einen Curry. Habe ich richtig Lust drauf, habe ich eben mit meiner Frau gesprochen. Wir haben ganz spontan, waren wir dann einkaufen. Und jetzt zeige ich erstmal, was wir alles da rein tun. Wir haben kleine Lauchzwiebelchen. Wir haben Zucchini. Pak Choi. Paprika, orange und gelb. Möhren, Zwiebeln, zwei Gemüsezwiebeln sind es. Ob ich ja beide rein tue, weiß ich noch nicht, muss ich jetzt erst gleich schauen. Ein bisschen Limette, eine Aubergine, Knoblauch. Das Ganze braten wir in Erdnussöl an. Da habe ich aber eben noch eine angebrochene Flasche, die nehme ich dann gleich. Erstmal vorab, ich wusste nicht, wie viel noch drin ist. Currypaste, habe ich diesmal die gelbe genommen, ist eine mildere Paste. Steht sogar mild drauf, wobei mild bei Curry immer so eine Sache ist. Die hat trotzdem immer noch ordentlich was an Geschmack. Und das Ganze machen wir mit Putenbrust als Fleischbeilage. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum so viel, weil das ein Riesentopf wird, das wird nämlich nicht nur für uns, da habt ihr kriegen nachher noch Gäste. Und als Beilage machen wir klassisch Reis. Ganz hier werde ich jetzt erstmal klein schneiden. Weil das so viel ist, bleibt ihr natürlich nicht dabei. Ihr seht nachher das Ergebnis. Falls mir irgendwas Wichtiges einfällt, was ich noch sagen will, mache ich das zwischendurch und dann kriegt ihr das dann zu sehen. So, Fleisch ist geschnitten. Jetzt gehe ich erstmal das Brett waschen aus Hygienegründen. Fleisch kann ich dann so lange in die Küche stellen. Messer mache ich auch nochmal sauber. Hier habe ich die gesamten weichen Gemüse drin, inklusive des Knoblauchs. Hier habe ich die Möhren, weil die, dadurch, dass sie so hart sind, ein bisschen länger brauchen als das andere Gemüse. Deswegen kommen die direkt nach dem Fleisch rein. Zwiebeln habe ich keine reingetan, weil sowohl der Pak Choi diese leichte Schärfe drin hat, als auch die Lauchzwiebeln. Das ist also genug, was da an Zwiebeln drin ist, beziehungsweise an Schärfe und Gemüse. Deswegen liegen die Zwiebeln noch hier. Die Limette habe ich auch nicht klein geschnitten, weil da wird nachher der Saft mit einfach reingepresst. Und jetzt gehen wir in die Küche. In der Hoffnung, dass ich mir jetzt nicht selbst im Weg stehe, einmal den Herd an. Na. Auch. So. Volle Pulle. Ich sag ja, hier habe ich das angebrochene Erdnussöl. Erdnussöl ist im Übrigen hoch erhitzbar, das heißt, wir sind da auf der sicheren Seite. Und es hinterlässt einen phänomenalen Geschmack. Da können wir mal so einen schönen Schuss reintun. Und dann lassen wir erstmal den Topf warm werden. Wenn der Topf warm ist, kommt das Fleisch dazu. Thank you.
So sieht das Ganze jetzt aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen köcheln. Zitrone, bzw. Limette habe ich eine halbe reingepresst. Vom Saft her hinterlässt eine sehr schöne Frische. Was wir jetzt noch machen, Erdnussbutter. Ein dicker Löffel, Teelöffel mit rein. Passt hervorragend. Erdnussöl ist ja sowieso schon drin. So. Rühren wir das Ganze nochmal schön. Ja, sorry, ich habe gerade keinen Gimbal dran. So sieht das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Das duftet hervorragend. Ich habe die Soße mit ein bisschen Mehl angedickt, damit da ein bisschen Konsistenz drin ist. Muss gar nicht viel sein. Ich habe jetzt im Endeffekt auf die gesamte Masse, die da ist, 8 Liter, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich einen Esslöffel Mehl auf 200 Milliliter Wasser noch zusätzlich reingetan. Super. Nicht auf 200. Einen Esslöffel Mehl reingetan und untergerührt. Super. Ich habe Gemüse drauf gehabt. Nur die Soße. Oh, damit kann was. Richtig schön. Ganz dezent scharf, wie meine Frau sich das gewünscht hat. Sehr Gemüse, klar, gar keine Frage. Die Erdnussbutter und das Erdnussöl, was da drin ist, schmecken so ganz zart nach. Wahnsinn. Fleisch, gut, das hat jetzt eine ganze Zeit gekocht, das ist durch. Gut, jetzt auch nichts drüber zu meckern. Gehe ich mal von aus. Mal gucken, ich piek mal rein. Ha. Nein, sorry, ist mir jetzt gerade so heiß. Probiere ich es gleich am Tisch, aber ich gehe davon aus, dass es auch schmecken wird. Es dürfte jetzt ja den Geschmack von der Soße angenommen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, einen wohlwollenden Kommentar. Wenn nicht, sagt mir, was euch nicht gefallen hat, damit ich es ändern kann. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Bis dann, tschüss!